Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Call of the Wild. Zusammen mit dem Domme. Hallo. Close enough. Ja, irgendwie stimmt irgendwas mit meinem Game nicht. Das stürzt die ganze Zeit ab. Irgendwie Crashes und keine Ahnung was. Wenn ihr da Ahnung habt, was es vielleicht sein könnte, in die Kommentare, baller meine lieben Freunde. Aber ich werde nachher mal die Spieldateien auf Fehler überprüfen. Vielleicht ist da was passiert, weil ich hatte, während ich das installiert hatte, weil ich musste meine Festplatte einmal formatieren, weil ich einen kleinen Fehler drauf hatte. Und da hatte ich das Spiel nochmal neu runtergeladen und hatte 2-3 Mal Pause reingemacht. Und ich denke, dass es vielleicht daran gelegen haben könnte. Aber das schauen wir dann. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt hier mal durchhält, die paar Minuten. Wo ich es auf Fehler überprüft habe, hatte ich 5 GB, die ich neu runterladen muss. Da oben. Oh, da hast du was markiert. Das ist Roosevelt Wapiti. Nein, nicht Wapiti, aber wie genau heißt der Name? Ein Multi-Hirsch-Quatsch. Wollen wir hin oder was? Versuche es mal so anzulocken. Ah, da vorne, was ist da vorne? Oh, ein Bär. Bär reicht. Ein Braunbär. Ein Schwarzbär, der braun ist, naja. Rumpfschrei da unten von Gabelbock. Ah, da, ja. Ah, der ist da. Auf was wollen wir gehen? Auf den Wapiti oder auf den Braunbären? Braunbären. Gut. Gehen wir aber noch ein bisschen näher ran. Der Schwarzbär, der eigentlich braun ist. Jo. Ah, warte, ich kann den Bären anlocken. Ich hab das komische Getröte dabei. Nach so einem verletzten Tier oder was? Ja. Ah, siehst du, der kommt schon. Haben unterschiedliche Vorstellungen, was sie ranlocken wollen. Vielleicht finden wir noch einen Truthahn. Vielleicht. Ja, was haben wir distanzmäßig? Meter etwa. Ja, genau, jetzt sind es die Bäume, da sieht man sie besonders gut. Ja, 130 Meter. Wenn er so aufsteht, ist am einfachsten. Ich sehe ihn gerade noch nicht, weil er. Jetzt geht er in die Bäume. Ja. Ah, ich habe ihn gesehen, warte. Ja, ich sehe ihn wieder. Jetzt nicht mehr.
Siehst du ihn? Ja, er springt Ah, weg da, ja, Richtung. Ich sehe ihn. Ich habe ihn voll im Visier. Ich kann auf ihn schießen. Bin zu weit unten, warte kurz. Jetzt steht er auf. Nein. Jetzt. Nein, geh du vor, wenn er kommt, tötet er dich nicht mehr. Der ist schon tot. Ja? Ja, der liegt da. Tatsächlich. Bären One-Hit. Oh, Lungenflügel rechts. Und Muskelflügel links. Lungenflügel rechts. Muskel, Lungenflügel links. Okay. Eine Silbertrophäe. Da oben ist ein Rapid. Ah, jo. Da habe ich ein Goldener geschossen. Behe war jetzt für meine Bindungen ein bisschen penetrant. Naja. Was war penetrant? Krähe. Achso. Da war eine Krähe im Hintergrund. Ich glaube, da oben ist ein ganzes Rudel. Ja. Da, da, da. Warte, die kommen. Und da. Und dann nimm nicht das Erstbeste. Mach nicht so wie bei anderen Zielgruppen von zwei Beinen. Nimm nicht das Erstbeste, warte, bis etwas Besseres kommt. Okay. Oh, da stehen auch noch zwei hier. Was sind das denn für Viecher? Maultierhirsch. Aber Roosevelt Rapid, die hast du mehr Freude daran. Ah, okay. Gehört, oder? Ja, sie kommen. Und meistens so im hinteren Bereich des Rudels. Sind die Männchen mit den fetten Geweihen. Bis anhin kein Männchen. Vielleicht brauchen die keine Männchen, vielleicht sind das Lesben. Wer weiß. Nö, da ist nichts dabei. Wollen wir die trotzdem schießen? Ja, klar, die Punkte herunter mit. Gut, dann. Welcher nimmst du? Das da hinten. Die hinteren zwei da. Bist du bereit? Warte kurz, da kommt noch eins über den Vorsprung. Die sind gleich hier und laufen uns in die Arme. Jetzt ist gut. Warte, ich sehe nichts. Ich sehe nur das eine, was vor uns ist. Ach, da, ja, alles klar. 3, 2, 1. Oh, meins rennt wieder von.
Und nochmal hinterher feuern. Freezy, wenn der kommt, dann legt er los. Komisch nur, dass ich nicht umfallen. Blutungsgrad sehr gering bei meinem. Ich muss auch gerade die Munition wechseln. Die splittert mehr, aber hat nicht so viel Durchschlagskraft. Schrei Prairie Bison. Bitte nicht. Die sind ja auch so betrieben wie Kakerlaken, ey. Ja, überall. Ich wünsche mir in diesem Spiel einen Hund. Was so die Fährte. Oh. Oh. Alles klar, Dumme. Ja, und er rennt weiter. Ja, klar. Ohne Witz, das habe ich mir aber auch gerade gedacht. Voll in die Wirbelsäule aufgestanden, logisch, brauchst du. Dort liegt eins, oder? Oh, ein Bison. Oh, oh. Das nehme ich mit, ich brauche Erfahrungspunkte. Boom! Und es legt sich nicht hin, Alter. Doch. Doch, jetzt. Ah, ja. Oder? Ja, ja. Da unten ist ein Schwarzbär. Oh, ein Rocky Mountain Roosevelt Wapiti Albino. Ja, genau. Freezy, nein. Was denn? Das wollte ich. Ach so, Entschuldigung, nimm das andere. Es tut mir leid, Tom, es tut mir leid. Boom, 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 alles weg. Dass die noch wegrennen, Alter. %25, das sollte hier liegen. Kaum bist du wieder vor dem Tier, schmiert dein Game ab. Karma is incoming. Was, bist du... Oh, dein ist abgeschmiert, oder was? Nein! Deines meine ich. Achso. Hier haben wir eine. Oh, das ist alles nur meins. Ich habe eine Trophäe dazu bekommen. Ach, da hinten liegt ja ein totes. Ah, hier liegt meine. Nach 10-stündiger Wanderung habe ich meins gefunden. Ach, da war noch etwas von mir dabei. Da war etwas von dir dabei. Schwarzbär verwertet, Wapiti verwertet, der räumt wieder ab. Schreibt doch mal in die Kommentare, schon wieder, unglaublich. Da hinten liegt noch eins für mich. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir diese Challenge wieder machen sollen, wer zuerst am meisten geschossen hat. Oh, stimmt. Das ist eine gute Idee, ja. Neue Ausrüstung, Range Master 338. TMG 338 Magnum. Rangemaster 318 Championship.
Sperr war Anruf, klar, Freezy ist dort. Schwarzbär, ja. Ein brauner Schwarzbär wieder. Ja, aber meine lieben Freunde, war doch eine gute Jagd. Einiges reingeholt hier. Und ja, in dem Sinne, ihr beantwortet die unsere Fragen in die Kommentare und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.